Also, ich habe es jetzt mal getestet mit Gespräch und also ich bin halt noch nicht fertig mit den Einstellungen. Das ist jetzt erstmal wirklich nur erste reinkommen, anstellen, machen, tun. Mit dieser Kurve, die man sich selbst erstellen kann, die funktioniert ausgezeichnet, davon mal abgesehen. Vorher hört sich etwas basslastiger an und damit, wenn die Kurve selber anpasst, egal welchen, klassisch, Rock, Bass verstärkt, egal was du nimmst, hört sich dann natürlich für dich nochmal ein bisschen besser an, weil das auf dein Gehör zugeschnitten wird. Ja, du gehen dann die Töne durch und du musst dann halt immer bestätigen, wenn du was hörst, sobald du was hörst. Und das muss ich sagen, das funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe jetzt ohne und mit dem gleichen, also mit Bass verstärkt und mit Rock mir was angehört, Nachrichten und auch Musik. Der Bass ist etwas weniger, wenn es für mich angepasst ist, aber genauer, hört sich besser an. Bei Sprachaufnahmen, bei denen von meiner Tochter, hörst du wirklich was ringsherum um sie, weil sie wird dann das Handy so gehalten haben, hörst du wirklich, was ringsherum passiert. Ja, hast du so kleine Geräusche, hörst du selbst gut mit. Ohne diese Kurve, die ich selber gemacht habe, hörst du da ein bisschen was Geräusche, aber nicht so genau. Das hörst du dann viel genauer. Und auch bei der WhatsApp-Nachricht, es hört sich etwas ein bisschen blechernd an, ne? Ein bisschen so hallig, blechernd. Da müsste man auch gucken, dass man da noch was verstellen kann. Das liegt, denke ich, aber eher an den Einstellungen vom Handy. Weil da habe ich ja auch Bass verstärkt und Equalizer und was weiß ich eingestellt. Das ist ja dann von Handy zu Handy unterschiedlich. Manche Handys unterstützen das, manche unterstützen es nicht. Da gibt es dann halt die Apps, wo man das einstellen kann. Und bei manchen Handys wird dann halt auch noch ein extra Equalizer unterstützt oder so. So, vom Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Ich bin mit dem Tragekomfort sehr zufrieden, mit den Einstellungen in der App. Alles sehr übersichtlich, sehr gut strukturiert. Tragekomfort hatte ich schon gesagt. Sound ist auch sehr schön, vor allem bei Musik und so. Jetzt muss ich mal gucken, wie er sich dann im Hangout schlägt, wenn ich dann mit jemandem persönlich rede und was man da dann noch einstellen kann. Ich könnte höchstens mal gucken, weil du kannst ja jetzt auf Windows auch Android-Apps installieren, dass ich vielleicht schaffe, die Soundpads-App mal gucken, ob ich die denn installieren kann und ob ich dann halt während ich sie am PC benutze, halt auch noch Equalizer und was weiß ich einstellen kann. Das habe ich noch nicht versucht, das werde ich demnächst mal versuchen. So, dann sage ich mal, wart das soweit. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Sind ja nicht die ersten Soundpads, die Karte. Wie gesagt, wenn ihr wirklich oldschool, richtig schöne Kopfhörer sucht, ohne diese Gummischeiße, nimmt die Dreier Deluxe, ja, die kleinen. Die sind, wenn ihr nicht so viel ausgeben wollt, die sind jetzt momentan für etwa 30 Euro zu haben. Die sind sehr, sehr gut. Das ist die R, also R3 Deluxe HS oder so. Und das sind jetzt die Vierer. Und so wie ich es jetzt auf den Bildern gesehen habe, wird die Pro-Variante, die davon kommen wird, werden das In-Ear sein, da sind dann wieder Gummi. Dann kann ich da schon wieder sagen, wenn ihr sowas sucht, dann nicht zu dem Pro, dann nimmt lieber die Dreier-Variante. Die Vierer-Variante wird es garantiert auch in der Deluxe Pro-Version geben, ohne In-Ear, also ohne diese Gummizeug. Und wenn es soweit ist, sage ich euch natürlich Bescheid. So. Ich mache jetzt hier einen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären, Träumchen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich habe eigentlich alles beantwortet. Also wie gesagt, wenn ihr nehmt ihr das Handy, schließt es erstmal ans Handy an, macht eure Einstellung, entkoppeln oder versucht es, ob es so gleich klappt. Manchmal klappt es auch so, dass man ohne Entkoppeln am PC verbinden kann. Müsst ihr dann halt am Handy nur Bluetooth vorher ausmachen. Wenn es nicht klappt, im Handy entkoppeln, am PC verbinden. Wie gesagt, die Taste, die hier vorne drauf ist, hier drückt halten, bis es weiß leuchtet. Dann sucht er nochmal und dann könnt ihr das verbinden. Die Einstellungen, die ihr in der App macht, bleiben eigentlich auf dem Gerät.
gespeichert, also nicht auf dem Handygerät, sondern auf dem Kopfhörer. Dann deswegen erst da einstellen, dann mit dem PC verbinden und ihr habt eigentlich keine Probleme. So, aber ja, das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.